Hallo, ihr großen und kleinen Magier da draußen. Ich heiße euch recht herzlich zum Spiele-Podcast von 3 Magierspiele willkommen. Heute zeige ich euch das Kinderspiel Der unendliche Fluss. In jeder Runde versucht ihr einem der Magier bei seiner Reise auf dem unendlichen Fluss zu helfen, denn diese reisen den unendlichen Fluss entlang, um witzige Ungeheuer zu finden und Schnappschüsse mit diesen zu machen. Bevor ihr euch auf Abenteuerfahrt auf dem unendlichen Fluss begebt, müsst ihr allerdings noch ein paar kleine Dinge vorbereiten. Steckt als erstes die Magier auf ihre Boote. Der Magier mit der gelben Mütze kommt auf das gelbe Boot, der Magier mit der blauen Mütze auf das blaue Boot und der Magier mit der roten Mütze, richtig, auf das rote Boot. Dann stellt ihr die Magier in ihren Booten auf ihre Startfelder auf dem unendlichen Fluss. Am Ufer dieser Felder findet ihr immer ein Magiersymbol in der passenden Farbe. Dann mischt ihr die Karten und jeder Spieler zieht eine Karte. Diese Karten zeigen euch euer erstes Ziel. Dieser Spieler will zum Beispiel den blauen Magier zum Frosch bringen, aber dazu gleich mehr. Jetzt könnt ihr nämlich losspielen und der jüngste Spieler beginnt. Gespielt wird immer im Uhrzeigersinn und wer am Zug ist, versucht den Magier auf seiner Karte zu dem Ungeheuer auf seiner Karte zu bringen. Bei dieser Karte versucht ihr zum Beispiel den Magier mit blauem Hut zur Schlange zu bringen, also genau zwischen die beiden Markierungen der Anlegestelle mit dem Schlangensymbol. Wie ihr seht, gibt es also einen Anlegesteg für die Spinne, für die Ratten, für den Geist, den Drachen, die Kröte und die Schlange. Aber wie bewegt ihr jetzt die Magier in ihren Booten? Ganz einfach. Und um euch das zu zeigen, schaffe ich mir mal ein bisschen Platz und schiebe diese Karten hier mal ein wenig weg. Wer am Zug ist, nimmt den Fluss und fasst ihn an 2 Seiten an und schiebt ihn dann auf dem Tisch hin und her. Am besten nicht anheben dabei, sondern richtig auf den Tisch drücken. Und wie ihr seht, bewegen sich die Magier so auf magische Weise, bloß eben nicht immer gleich sofort in die richtige Richtung, ganz schön verflixt. So schiebt ihr also den Fluss immer in die passenden Richtungen, bis der Magier an der entsprechenden Anlegestelle angekommen ist. Und wenn ihr dabei keinen Platz mehr auf dem Tisch habt, dürft ihr das Spielbrett anheben und wieder zurücklegen und dann einfach weitermachen. Habt ihr es geschafft, deckt ihr eure Karte auf und zeigt euren Mitspielern, dass ihr an der richtigen Anlegestelle seid. Dann nehmt ihr die Karte, legt die offen vor euch ab, zieht eine neue Karte, schaut ihr euch kurz an und dann ist der nächste Spieler am Zug. Habt ihr dabei so eine Karte mit diesen Magier-Symbolen aufgedeckt, dann stellt ihr alle Magier wieder zurück auf ihre Startfelder. Aber auch wirklich nur, wenn ihr so eine Karte aufdeckt. Doch das ist noch nicht ganz alles, denn wie ihr merkt, bewegt ihr immer automatisch alle Magier auf dem unendlichen Fluss, während ihr versucht, den Magier auf eure Karte zu der passenden Anlegestelle zu bringen. Wie ihr gerade gesehen habt, versuche ich gerade den roten Magier zu den Ratten zu bringen. Die anderen Spieler passen in der Zeit gut auf, ob der Magier auf ihrer Karte vielleicht vorher die passende Anlegestelle erreicht. Wie in unserem Beispiel jetzt, denn jetzt ruft dieser Spieler Stopp und deckt die Karte auf, da der rote Magier die Anlegestelle des Drachen erreicht hat. Die Karte legt er dann wie gewohnt vor sich ab, zieht eine neue Karte und mein Zug ist damit leider zu Ende. Vielen Dank, sage ich nur. Und wer es so schafft, als erster 6 Karten vor sich abzulegen, der gewinnt. Ihr seht, der unendliche Fluss ist wieder ein schnell gelerntes und spannendes Kinderspiel mit Magiern, Geistern und Ungeheuern. Und wenn ihr noch etwas mehr Nervenkitzel haben wollt, dann nehmt ihr einfach den Würfel dazu und setzt damit immer den aktiven Spieler unter Zeitdruck. Dieser muss es dann nämlich schaffen, die Anlegestelle zu erreichen, bevor ein anderer Spieler erst eine 1, dann eine 2 und zum Schluss noch eine 3 gewürfelt hat. Der unendliche Fluss,
Eine spannende Abenteuerfahrt auf einem magischen Fluss für 2 bis 4 kleine Magier ab 6 Jahre. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal, euer Pjon.